Moin zusammen, heute geht es um das Thema automatische Teilbreitenschaltung oder auch Section Control genannt. Grundsätzlich gibt es die automatische Teilbreitenschaltung für alle Isobus-Maschinen, der Düngetechnik, Pflanzenschutztechnik und auch der Seetechnik. Allgemein geht es darum, dass wir über GPS einzelne Teilbreiten ansteuern und somit automatisiert ein- und ausschalten können. Bei unserer Precea stellt sich das Ganze so dar, dass wir hier über Section Control jedes einzelne Seeaggregat ansteuern können. Das sprechen wir von der sogenannten Einzelreihenschaltung, um so eben möglichst präzise in der Fläche unterwegs zu sein. Das heißt, wenn wir nun uns vorstellen, wir sind am Arbeiten, fahren zum Beispiel in ein Vorgewende oder auch in einen Keil rein, dann können wir hier jede einzelne Reihe präzise schalten, genau on point und haben somit kaum Überlappung oder auch Fehlstellen. Überlappung heißt immer, wir nutzen unnötig viel Saatgut. Fehlstellen heißt, hier können sich Unkräuter weiter ausbreiten und wir können die möglichen Ertragspotenziale nicht nutzen. Dann ist es noch so, wir haben ja bei der Aussaat, zum Beispiel bei der Maisaussaat, nicht unser Saatgut nur, was wir applizieren wollen, sondern wir haben auch noch unseren Dünger. Und auch hier haben wir mit der Precea die Möglichkeit, den Dünger in Einzelreihenschaltung ein- und ausschalten zu können, was natürlich auch gerade den Düngemitteleinsatz optimiert. Wir sind präziser unterwegs und wir können auch hier Düngerkosten nochmal sparen. Wenn wir uns jetzt die Maschine einmal genauer anschauen, ist es ja so, dass sich das Düngerschar von der Geometrie her noch vor dem Seeschar befindet. Das heißt, wenn wir jetzt in unser Vorgewende beispielsweise einfahren, möchten wir natürlich auch hier möglichst präzise arbeiten. Und das ist mit einer Funktion, die nennt sich Multiboom, möglich. Und hier wird dann zunächst das Düngerschar aus- bzw. eingeschaltet und erst danach zeitlich versetzt das Seeschar. Hat dann den positiven Effekt, dass sich in der Fläche selbst am Vorgewende für den Dünger und für das Saatgut den exakt gleichen Ein- und Ausschaltpunkt habe und hier also auch nochmal eine Optimierung der Ein- und Ausschaltpunkte und kaum Überlappungen und Fehlstellen. Für mich als Fahrer bringt das natürlich auch den riesen Vorteil, dass es super komfortables Arbeiten ist. Ich brauche mir um Ein- und Ausschaltpunkte keine Gedanken mehr machen. Gerade auch nachts oder aber auch bei höheren Fahrgeschwindigkeiten, wo das Ganze schon mal ein bisschen schwieriger wird, kann ich mich voll und ganz auf das Section Control der Maschine verlassen und kann somit einfach ermüdungsfreier arbeiten. Voraussetzung für eine automatische Teilbreitenschaltung ist zum einen Isobus-Technik, also die Maschine muss Isobus-Technik verfügen, aber auch genauso das Isobus-Terminal, welches wir verwenden, wie zum Beispiel unser eigenes Amatron 4. Und auf diesem Terminal muss es dann noch eine Lizenzfreischaltung geben für die Section Control-Funktionalität, nennt sich bei uns GPS-Switch. Das gibt es übrigens auch bei jedem Terminal vorinstalliert, kann man dann in einem Zeitraum von 50 Stunden kostenlos testen. Eine weitere Voraussetzung ist dann natürlich noch, dass wir auf der Maschine bzw. auf dem Trecker einen GPS-Empfänger verbaut haben, damit die Maschine überhaupt weiß, wo sie sich im Feld befindet.